Wunderbar, es geht weiter mit Return to Monkey Island und ich bin mir sicher, hier in dem Unterdeck gibt es einen Haufen Zeug zu entdecken. Erinnerung an die gesamte Mannschaft. Löscht Dämonenfeuer mit dem richtigen Löschmittel. Andere Methoden werden nicht funktionieren. Okay, und was ist das richtige Löschmittel? Hört auf, Molly zu überfüttern, ihr faulen Säcke. Sie hat Verdauungsprobleme und ich habe es satt zu putzen. Ist Molly das Riesenhut? Diese Großraumbüros sind jetzt der letzte Schrei. Geisterratte. Ich schätze, es ist ein gutes Zeichen, wenn sie nicht versuchen, das Schiff zu verlassen. Oh, ich habe sie kaum berührt. Sie ist einfach auseinandergefallen. Ich bin kaum in die Nähe gekommen. War das eine Waschtrommel oder was war das überhaupt? kann ich die Geisterratte mit Geisterfutter füttern? Nein, ist ja auch Hühnerfutter und kein Rattenfutter. Mit Chucks Kabine schleichen? Ja, das machen wir gleich. Zum Oberdeck, in den Laderaum. Oh, der sollte mich wahrscheinlich nicht sehen. Der wird mich wahrscheinlich auch nicht in die Kombüse lassen, wenn ich jetzt hier vorbei will. Andererseits darf ich mich auch nicht als Guybrush outen. Also die Augenklappe abnehmen. Ich lasse sie besser auf, solange ich auf dem Schiff bin. Ist nicht so die schlaue Idee. Ganz genau. Also mal kurz nachdenken, was wir hier so alles tun können. Ich würde mal sagen, wir schleichen uns erstmal hier rein. Ich bin interessiert an Quizkarten. Gibt's hier welche? Das Gefühl, dass ich das schon mal gesehen habe. Moment mal. Der sieht genauso aus wie Elaines Brautschleier. Okay. Wenn ich mich irre, wäre es ein großer Fehler, ihn zu nehmen. Und wenn ich recht habe, wäre es ein noch größerer. Schön, eine Diashow von gruseligen Zombie-Typen. Das hilft zwar nicht viel gegen die Kälte hier drin, aber ich nehme, was ich kriegen kann. Schon wieder Wärme spüren. Das wird noch irgendwann eine Bewandtnis haben, das sage ich schon voraus. Ich weiß, dass Kunst einen packen soll, aber das geht zu weit. Cool. Okay, wo ist der Schreibtisch? Oh, Quizcard. Gemütlich. Gemütlich. So, Moment, warte mal. War hier nicht die Karte zum Geheimnis mit Jan? Da hat er gesagt, pack dann seine Kajüte und da keiner darf sie anfassen. Aber wo ist sie denn jetzt? Ist sie hinter dem Bild? Ist das Molly? Bist du Molly? Kann man dich füttern? Mit Crackern? Oh, ich kann auch Cracker an die Hühner füttern. Kann ich hier irgendwas messern? Sieht nicht so aus. Ich mache mal kurz die Quizkarte. Ich mag nämlich die Quizkarten. Die Abkürzung für die Marley Skorbut Stiftung lautet... Scum, Scabs, Pupel, Slaps? Meine Marley wäre ein M. Skorbut wäre ein S. Skorbut... Wie ist das auf Englisch? Eine Skorbut Association. Boah. Kam das schon vor? Hat sie das gesagt? Hat sie das gesagt? Ist das Scum? Das ist nicht Scum. Scab Island, Scum. Slaps. Ah. Hätte ich mal besser aufgepasst, wa? Das hat sie doch bestimmt bereits erwähnt. Naja, mir wurde versprochen, dass die fehlgeschlagenen Quizkarten wieder auftauchen. Deswegen werde ich ja munter weiterraten. Okay, Diese Großraumbüros sind jetzt der letzte Schrei. Ich werde mal mit meinem... Aha! Ja. Du bist rausgekommen! Gut, wir sind wieder unten. Hier ist ein Schädel. Hey, Murray, warum kommst du nicht mit mir? Ich kann dir das Schiff zeigen. Nein. Wie nein? Hey. Ja, ganz genau. Hey. Ich glaube, das funktioniert nur bei Papageien. Oh. Bei den anderen Hühnern auch? Ich glaube, das funktioniert nur bei Papageien. Ist das Molly? Kann man sie überfüttern?
Ich gebe ihm mal noch 3. Ah! Moment mal. Ein Geisterhund leckt. Kann ich den aufwischen irgendwie? Möchte den Mob nehmen. Ich kann ja alles wieder wischen. Gut genug. Ich lasse sie in Ruhe. Sie hat ein Ei. Ah, ich kann immer nur einmal. Ich lasse sie in Ruhe. Sie hat ein Ei. Jetzt habe ich Geisterkacke am Pinsel sozusagen. Nein, jetzt habe ich sie auf den Boden geschmiert. Das ist ein Blödsinn. Also ich kann das alles wieder wegwischen. Der Rest meiner Ausrüstung ist da drin. Ich hoffe, sie ist hier unten sicher. Es ist wahrscheinlich in Ordnung. Gut, das hier lasse ich auf jeden Fall fertig, weil da muss ich mich wieder rausquetschen. Das macht keinen Sinn, das sauber zu machen. Wie läuft's da drin, Murray? Du wirst für diese Demütigung bezahlen, du wertloser Schädeldieb. Ich gebe nochmal ein bisschen Hühnerfutter an das Geisterhuhn hier oben. Und ich werde das nochmal sauber wischen. Gut genug. Nur um zu gucken, ob das hier nochmal hinkackt und ob man damit irgendwas tun kann. Ja, okay. So. Die Bullaugen sind nicht mal mehr anklickbar, aber zum Ruder kann ich immer noch klettern. Minuten. Warum sollte ich 8 Minuten unter Wasser bleiben? Es gibt hier doch nicht mal irgendwas. Das Ruder. Was kann man mit dem Ruder anstellen? Ah, was kann man mit Murray anstellen? Nichts, offensichtlich. Was kann ich mit dem Ruder anstellen? Nichts, was mir so direkt einfallen würde. Nichts, was mir so direkt einfallen würde. Ich weiß ja auch gar nicht, was ich vorhabe damit. Hey, guck mal, das sieht aus wie eine dieser Runen, die überall in Media Island aufgemalt sind. Oh, das Bullauge hier ist auch nicht mehr anschaubar. Der Anker allerdings schon noch. Aber mit dem konnte ich ja auch nichts tun. Murray oder Messer ging ja beides nicht. Das wird also wohl entweder keine Bedeutung haben oder es kommt noch. Dies ist ein Haufen leerer Behälter mit Affenblut und Tintenfischtinte. Na gut, also mein eigentliches Ziel ist ja jetzt dann, Murray platt zu machen. Ich gebe ihn mal Murray direkt. Ich habe einen Schädel. Soll ich ihn in den Topf werfen? Nur wenn es ein platter ist. Oh ja. Richtig. Okay, die Kanone geht dann nicht. Ich kann den LeChuck geben. Oder der Katze. Die Katze macht bestimmt gern Dinge platt. Ich habe einen Schädel für den Zaubertrank. Ist es ein Platter? Nicht direkt. Ich sagte einen Plattenschädel, du nutzlose Bildenratte. Das ist übrigens noch seine alte Stimme. Die Originalstimme. Die Wärme spüren, die Wärme spüren. Wo ist meine nächste Quizkarte? Ich will mehr quizzen. Das ist der beste Teil dieses Spiels. Glühend. Bereit zum Abfeuern. Da ist ja nichts drin. Okay. Kann ich Murray auf den Arbeitsbereich der... Oh, ich kann ihn in die Waschmaschine. Ich glaube nicht, dass er eine kaputte Waschmaschine sehen will. Ja, die ist auch ziemlich kaputt. Warte. Da gehe ich lieber nicht zu nah ran, sonst muss ich wieder rausquetschen. Mit einem der Bilder, weil wir da nichts zu tun haben. Wie mache ich ihn jetzt platt?
Wenn ich mich irre, wäre es ein großer Fehler, ihn zu nehmen. Und wenn ich recht habe, wäre es ein noch größerer. Ist das jetzt hier? Der Boden bewegt sich ständig. LeChucks Kabine. War das die Quizkartenantwort? Tja. Kann ich ihn mit irgendwas... Tja, ich kann ja nicht mit nichts platt machen. Hört das auf, Molly zu überfüttern, ihr faulen Säcke. Sie hat Verdauung. Ich schätze, es ist ein gutes Zeichen, wenn sie nicht versuchen, das Schiff zu verlassen. Wer ist Molly? Und warum... Ah, warte, Moment. Kann ich das Ding wieder zusammenschrauben? Ja. Hat lediglich einige Stunden gedauert. Und jetzt machen wir Murray damit platt. Ich möchte mich im Voraus entschuldigen. Du musst etwas für das Team tun. Ich sehe kein Team. Nur dich, verwelkter Zombie-Mann. Ich versichere dir, dass alles, was du vorhast, nichts im Vergleich zu den Qualen sein wird, die ich... Das ist eigentlich eine Mangel, ne? Keine Waschmaschine, das ist eine Mangel. Ich würde deine Methoden bewundern, wenn du sie bei jemand anderem angewendet hättest. Danke, schätze ich. Okay, das war ja wieder mal sehr einfach. Und dann rein in den Topf damit. Hey, was hast du? Nächster Halt, Monkey Island. Schrobi? Warum bist du nicht im Laderaum? Du bist noch nicht bereit für das Deck. Wo ist dein Mob? Und außerdem... Ich kann das erklären, Sir. Ich schätze, du wirst jetzt der erste Schrubber sein, wie auch immer dein Name lautet. Eine Beförderung. Ich werde sie nicht enttäuschen. Er ist ruiniert, jetzt wo er verschüttet wurde. Beginnt erneut mit der Herstellung des Trankes. Ich werde in meiner Kabine sein und mit meiner Sammlung von fremden Zähnen knirschen. Ist es überhaupt möglich, den Trank nochmal herzustellen? Nein! Beim ersten Mal haben wir die Zutaten gerade so zusammengekratzt. Jetzt ist uns fast alles ausgegangen. Stellen wir den Kessel wieder auf und tun so, als würden wir daran arbeiten. Vielleicht vergisst er es dann irgendwann. Du kennst LeChuck nicht so gut wie ich. Aber das verschafft uns etwas Zeit. Ist das einer dieser Fälle, in denen du alle Zutaten durch andere ersetzt und es trotzdem funktioniert? Nein, sie hatten recht. Wir konnten den Zaubertrank nicht noch einmal herstellen. Aber du hast mir doch gesagt, dass man nicht nach Monkey Island kommt, wenn man nicht den Zaubertrank herstellt. Aber wie sich herausstellt, gibt es einen Weg. Wir Geschichtenerzähler nennen das, was jetzt passiert, eine Wendung. Es gab ein wichtiges Teil des Puzzles, das ich noch nicht gesehen hatte. Ich begann damit, mich auf dem Schiff nach Möglichkeiten umzusehen. Hey! Okay. Was für ein Chaos. Ja gut, ich dachte schon, das wäre jetzt auch zu einfach, dass wir direkt nach Monkey Island kommen. Er ist jetzt leer. Das sieht nach einem dauerhaften Fleck aus. Riecht schlimmer, als es aussieht. Wo ist mein Mob? Was ist das? Plündernde Aussichten. Ah, die brauchst du nicht. Ich werde einen Weg finden, wie wir nach Monkey Island kommen. Okay. Das heißt, wir können jetzt da vorbei, wo uns vorher der Typ im Weg stand. Also tun wir es darauf. Ah, Moment mal, wir können auf den Ausguck hoch. Der Kerl ist auch weg. Quizkarte? Quizkarte. Der Scurvy Dog Verkäufer. Ach Gott, was hat denn der? Schwerhörig? Nee. Kurzsichtig? Kann nicht riechen? Klingt logisch.
Was war am Anfang des Spiels? Was hat der? Peinlich. Diese Dinger werden von Jahr zu Jahr raffinierter. Ich wünschte, das würde bei uns allen so sein. Ein Huhn. Hey, Flambé! Schiff ahoi! Es ist Captain Madison. Mach die Kanonen klar! Mach dir keine Sorgen. LeChuck weiß schon, dass sie da draußen sind. Warte, vergiss es. Da ist was los. Sie haben einen Kessel an Deck. Das sieht aus wie eine Zimtstange. Minze? Tintenfischtinte? Hey, Moment mal. Ich kenne das Rezept. Sie sind nicht gekommen, um uns zu versenken. Diese Wiesel fahren nach Monkey Island. Okay. Anscheinend kennt jeder jetzt dieses Rezept. Na gut, dann fahren wir denen einfach hinterher, oder? Diese hinterhältigen Diebe. Das ist Piraterie. Ich bin mir nicht sicher, was du unter diesen Umständen sonst erwartet hast. Warum sind sie nicht glücklicher? Ein gut platzierter Dolchstoß ist ein Grund zum Feiern. Aha, ihnen fehlt ein Schädel. Okay, alles verstanden. Wir schießen ihnen Murray mit der Kanone rüber. Wir brauchen keinen Zaubertrank, weil sie einen haben. Was? Tut mir leid, ich habe nicht aufgepasst. Bereit machen zum Segelsetzen. Sehe ich für dich aus wie ein Quartiermeister? Für mich siehst du ganz sicher nicht aus wie einer. Ich werde mit Iron Rose reden. Das wird großartig. Wenn du meinst, Shrubby. Okay. Ich habe eine Idee, wie wir nach Monkey Island kommen können. Das hast du gesagt. Du solltest Iron Rose oder jemanden, den es interessiert. Wenn du eine solche Person finden kannst. Okay, gibt's hier oben noch irgendwas? Schaut nicht so aus. Dann ab nach unten. Gib mir mehr Quizkarten. Ich hab's wieder mal vermasselt und ich will noch mehr Quizfragen beantworten. Leute versammeln? Nee, noch nicht. Oh. Hoppla. Okay, ich sollte Iron Rose davon erzählen. Ich habe eine tolle Idee. Geht es dabei ums Fischen? Nein, es geht darum, einem anderen Schiff nach Monkey Island zu folgen. Seht, Captain Madison ist gerade östlich von uns. Sie brauen den Zaubertrank, um nach Monkey Island zu gelangen. Und? Und ich werde ihnen helfen, ihn zu Ende zu brauen. Und dann folgen wir ihnen. Alles, was ich tun muss, ist, ihnen irgendwie einen Schädel zu besorgen. Bereit machen zum Segelsetzen. Nein. Wir wollen nicht einmal nach Monkey Island. Gallet hat uns eine perfekte Ausrede geliefert, das zu umgehen. Und jetzt bist du dabei, es zu vermasseln. Sperren wir ihn im Laderaum ein. Wow, wartet. Hey. Ja, warum wollt ihr denn nicht hin? Warum solltet ihr nicht nach Monkey Island wollen? Eine bessere Frage wäre, warum sollten wir wollen? Auf dieser Insel gibt es nichts außer dem Geheimnis. Und das Geheimnis lässt sich nicht durch 6 teilen. 7. LeChuck will es nur wegen seiner Besessenheit von dem Milchbubi Guybrush Threepwood. Ich glaube, ihr macht einen Fehler. Lasst uns darüber abstimmen. Die Abstimmung erfolgt bei einem Glockenschlag. In Ordnung. Es geht um die Frage, ob wir nach Monkey Island fahren sollen. Ich stimme mit Nein. 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 Ei. Die Abstimmung muss einhellig sein, was nicht der Fall ist. Sitzung vertagt. Okay, ein bürokratisches Problem. Was bedeutet einhellig? Das bedeutet, dass ich jedes einzelne Mitglied der Mannschaft überzeugen musste, seine Stimme zu ändern. Wow. Ja, danke. Ist ja voll spannend. Hör mal, wegen der Reise nach Monkey Island. Dagegen haben wir gestimmt. Genau. Ich will versuchen, dich davon zu überzeugen, deine Meinung zu ändern. Aber wenn schon nicht deine Meinung, dann wenigstens deine Stimme. Viel Glück dabei. Ich bereue es gerade, dich eingestellt zu haben.
Als Quartiermeisterin solltest du LeChuck gegenüber eigentlich loyaler sein. Der, wie ich anmerken möchte, sehr gern dorthin fahren möchte. Ich bin schon lange bei LeChuck. Genau. Am Anfang bewunderte ich wirklich die Art, wie er die Welt sah. Mhm. Als sein persönliches Spielzeug? Ich weiß es nicht. Das ist es einfach. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was ich so inspirierend fand. Das macht es schwer, ihm bei einem persönlichen Abenteuer wie beim Geheimnis von Monkey Island zu folgen. Oh. Okay, muss ich die jetzt alle überzeugen? Bob, ich gebe zu, ich bin etwas verwirrt darüber, was deine Aufgabe ist. Ich meine, ich weiß, dass du dort den ganzen Tag abhängst. Ich bin mir nur nicht sicher, warum. Als Segelstangenhänger bin ich für die Mannschaft ein Beispiel dafür, was passieren kann, wenn sie die Regeln bricht. Es ist eine wichtige Rolle, wenn auch zugegebenermaßen keine aufregende. Ich würde gern über deine Abstimmung zum Thema Monkey Island diskutieren. Ich sage nein. Ich fürchte, nach Monkey Island zu gehen, bringt mir nicht wirklich etwas. Wäre ein Tapetenwechsel nicht schön? Ich habe schon viele Tapeten gesehen. Wie wäre es, wenn es sich für dich lohnen würde? Ich höre. Ich sorge dafür, dass du auf die andere Ra versetzt wirst. Da war ich schon. Ich bevorzuge diese hier. Ich übernehme deine nächste Schicht. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, du bist hinter meinem Job her. Nein, danke. Okay. Woran hättest du Interesse? Oh, ich habe alles, was ich brauche, aber mir ist langweilig. Früher hatten wir ein Unterhaltungsbudget, aber für dieses schicke neue Schiff wurde so viel Kredit aufgenommen, dass es keinen Schnickschnack mehr gibt. Unterhaltung, sagst du? Ich bin mir sicher, dass mir etwas einfällt. Unterhaltung ist mein zweiter Vorname. Das ist witzig. Ich mag gute Witze. Allerdings halten sie nicht sehr lange. Okay, also Bob unterhalten. Das kriegen wir bestimmt irgendwie hin. Was ist mit den restlichen Leuten? Katze streicheln, keine gute Idee. Okay, Glocke läuten will ich noch nicht. Einmal noch aufs Krähennest, um mit Flombe zu reden. Hart am Arbeiten? Niemals. Was ist das für ein Buch? Es ist ein Buch mit Witzen aus der Unterwelt. Witze aus dem Jenseits, die man in dieser Welt nicht kennt. Okay, kannst du mir einen erzählen? Unterweltwitze, hast du gesagt. Sind sie gut? Urkomisch. Würdest du das Buch als unterhaltsam bezeichnen? Ich würde ein kürzeres Wort verwenden, aber ja. Tut es weh, wenn dein Kopf in Flammen steht? Ich bin ein Dämon, das ist bei uns so üblich. Man gewöhnt sich daran. Wenn du deinen Kopf in einen Eimer Wasser steckst, würde das helfen? Dämonenfeuer brennt unter Wasser, also nein. Lass uns über dein Votum zur Reise nach Monkey Island sprechen. Gibt es einen bestimmten Gefallen, den ich dir tun kann? Ich weiß nicht viel über deine Interessen. Meine Hauptinteressen sind Schlafen und Essen. Ich versuche beides so oft wie möglich zu tun. Offensichtlich auch lesen. Hast du ein Lieblingsessen? Oh, ja. Brennendes Alaska. Salzig wie die Tränen der Witwe. Süß wie Rache. Und feurig wie ein heißer Schürhaken auf der Zunge. Außer wenn Putra es macht. Leider. Sie macht es für meinen Geschmack nicht heiß genug. Also ein sehr heißes Essen. Vielleicht brauchen wir dafür die ganzen Fackeln, die überall rumstehen. Ich nehme an, du trägst keine Hüte. Ab und zu. Für ein paar Sekunden sehe ich gut darin aus. Okay, brennendes Alaska. Erzähl mir noch einmal Moment. Vom Brennen. Hören wir es gerade einmal nochmal an. Richtig zubereitet sollte es wie ein heißer Schürhaken auf der Zunge sein. Verzeihung. Sehr heiß. Aber hat er nicht was von salzig und scharf gesagt? Nein. Weiter okay. Mit der schlechten Arbeit. Immer. Also was zu essen. Unterhaltung für Bob. Bei Dings. Iron Rose sind wir uns noch nicht so ganz sicher. Habe ich eigentlich Murray wieder dabei? Ah ja. Wie läuft's da drin, Murray? Ich weiß nicht, was du jetzt vorhast, aber ich werde dich dafür brennen sehen.
Okay, vielleicht sollten wir jetzt nicht in LeChucks Kabine gehen. Flair Gory. Flair? Ja? Verzeih mir, aber mir ist nicht klar, was genau deine Aufgabe auf diesem Schiff ist. Ich bin der zweite Mat, Bootsfrau, Kanonierin, Schiffsärztin und Komponistin. Und ich mache die Wäsche. Wow, lass uns anderen ein bisschen was übrig, ja? Bist du hinter meinen Jobs her? Besser nicht. Ich brauche das Geld. Ich spare auf etwas. Wofür sparst du? Das geht dich nichts an, Schrubi. Woran arbeitest du da? Es ist die Titelmelodie für LeChuck. Ich entwerfe gerade eine Melodie. Ich bin mit den ersten beiden Noten zufrieden. Sie sind beide okay. Die Wiederholung unterstreicht LeChucks unnachgiebige Art. Sein verbissenes Verfolgen seiner Ziele. Eine Eigenschaft, die ich bewundere. Ich arbeite noch an den anderen Noten. Mein Ziel sind insgesamt 7. Ich hoffe, dass ich eine übermäßige Quarte einbauen kann, damit es dämonisch klingt. Klar, klar. Ich verstehe das vollkommen. Du musst doch sicher schrubben, oder, Schrubi? 7 Noten ist das D, 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 D. Natürlich ist es das. Können wir über dein Votum für die Reise nach Monkey Island sprechen? Nein. Ach, komm schon. Es muss doch etwas geben, was ich für dich tun kann. Etwas, das du willst. Nichts, was du mir geben kannst. Versuch's doch mal. Okay, gut. Heute Morgen habe ich das Wahlmesser meiner Großmutter verloren. Es war ein wunderschönes Erbstück. Ich habe es sehr geschätzt. Und jetzt ist es weg. Bring mir das Messer und ich stimme für deinen dummen Plan. Toll. Kannst du mir sagen, wo und wann du es zuletzt gesehen hast? Es ragte aus Garlets Rücken, gleich nachdem ich ihn damit erstochen hatte. Wahrscheinlich ist es noch da. LeChuck hat Garlet über Bord geworfen. Jep, Pech für dich, Schrubi. Und für mich, schätze ich. Und jetzt hau ab, ich bin beschäftigt. Okay, also das heißt, wir angeln Garlet mit Hilfe des Ankers aus dem Wasser, würde ich vermuten. Die Kombüse klingt nach Kochen. Da müsste dann auch Putra drin sein. Wunderbar. Also, Putra. Chefköchin Putra. Bitte nenn mich Chefköchin. Alle tun das. Ach ja? Nein, nie. Aber das sollten sie. Wie kommt es, dass dich die Leute nicht Chefköchin nennen? Weil sie ein Haufen langweiliger Tölpel sind, die ein gutes Essen nicht erkennen würden, wenn es ihnen im Mund explodiert. Was übrigens oft der Fall ist, wenn man es richtig zubereitet. Oder falsch. Aber das liegt vor allem daran, dass ich eigentlich eine Köchin bin. Keine Chefköchin. Es ist eine Berufsbezeichnung. Okay. Ein Chefkoch ist also Rang höher als ein Koch? Ja. Natürlich bin ich auf einem Schiff dieser Größe immer noch die Einzige, die Essen zubereitet. Also bedeutet dieser Teil nichts. Es geht nur um Anerkennung. Bekommt ein Chefkoch mehr Geld als ein Koch? Ha! Ich meine ja, aber auf diesem Schiff nicht genug, um einen Unterschied zu machen. Es geht um das Prinzip. Ein Chefkoch ist also besser als ein Koch? Nicht unbedingt. Ich meine, ein guter Koch macht besseres Essen als ein lausiger Chefkoch. Aber als Koch geht es vor allem um die Beherrschung von Materialien und Techniken, während ein Chefkoch Kunstfertigkeit, Improvisation und Innovation einbringt. Sehr gut erklärt. Jeder, der meinen gekochten Angelfisch und meine Haggis-Knödel probiert hat, sollte mir zustimmen, dass ich diesen Titel verdient habe. Ich will mir eine Kochshow mit Putra als Teilnehmerin anschauen. Hast du versucht, eine Beförderung zu bekommen? Nur etwa ein Dutzend Mal. Ich habe den schriftlichen Antrag mit Fallstudien und einer Kosten-Nutzen-Analyse stets parat. Daran ist absolut nichts auszusetzen. Aber LeChuck weigert sich, ihn zu unterschreiben. Management. Okay. Ja. LeChuck austricksen, dass er das Ding unterschreibt. Ich nehme an, du weißt nicht, wie man brennendes Alaska macht? Natürlich kann ich brennendes Alaska machen. Aber das werde ich nicht tun. Warum nicht? Für brennendes Alaska braucht man einen guten Chefkoch. Offensichtlich bin ich immer noch nur eine Köchin. Ich verstehe. Okay, okay. Beförderung besorgen, dann macht sie brennendes Alaska. Was genau ist brennendes Alaska? Stell dir ein Dessert vor, das wie eine riesige beinlose Qualle geformt ist. Mit einer Textur wie Eiscreme, die in Schaumstoff eingewickelt ist. Und das dein Gesicht in Brand setzt, wenn du es isst. Ha!
Appetitlich. Nicht wirklich. Okay. Ich möchte versuchen, dich bezüglich der Abstimmung über Monkey Island umzustimmen. Spar dir deinen Atem. Ich bin unüberredbar. Es gibt nur eine Meinung, auf die ich Wert lege. Und das ist die von Iron Rose, der klügsten Person auf dem Schiff. Zweitklügste. Jetzt, wo du es erwähnst, fällt mir ein, dass ich erst letzte Woche gesagt habe, dass ich immer mit Rose stimmen würde. Also werde ich das auch in diesem Fall tun. Wie auch immer Rose abstimmt, so werde ich auch abstimmen. Danke, dass du mich daran erinnert hast. Praktisch, dann müssen wir eine weniger überzeugen. Kanntest du Gullet gut? Klar, er und ich waren die einzigen Zombies in der Mannschaft, bis du aufgetaucht bist. Manchmal vergesse ich, dass ich ein Zombie bin. Ich nicht. Jedes Mal, wenn ich versuche, einen anständigen Kochjob in einem Restaurant oder einem schicken Herrenhaus zu bekommen, sagen sie, ich sei zu grün hinter den Ohren und tun so, als würden sie über die Erfahrung sprechen. Aber ich weiß, was sie meinen. Zombies brauchen sich nicht zu bewerben. Wir wollen nicht, dass sie in der Nähe des Essens vor sich hin verrotten. Solche Erfahrungen musst du doch auch haben. Okay, Sie denken, dass wir nur Gehirne essen wollen. Und um ehrlich zu sein, will ich das auch. Aber nicht ständig. Das ist ein schreckliches Klischee. Okay. Wie war Gullet? Nun, du wirst bemerkt haben, dass er ein kleiner Tyrann war. Überhaupt nicht. Er hatte nicht viel Macht oder Kontrolle in seinem Leben und das verunsicherte ihn. Also kompensierte er das, indem er herrschsüchtig, bösartig und grausam war, wann immer er die Gelegenheit dazu hatte. Was du nicht sagst. Aber er hat auch seine guten Seiten. Er hat Gedichte geschrieben. Niemand sonst weiß das. Er hat es geheim gehalten. Er hatte immer Angst, dass jemand seine Ideen klauen würde. Nicht, dass das jemand getan hätte. Seine Gedichte waren totaler Müll. Wie wurdest du ein Zombie? Oh, auf die übliche Weise. Damals war ich an der Kochschule. Zuerst dachte ich, ich hätte eine allergische Reaktion auf Erdbeeren. Was ist mit dir? Ich? Angeheiratet. Ich bin ein angeheirateter Zombie? Der war gut. Ich war auch einmal verheiratet. Ich weiß, was du meinst. Okay. Wie auch immer. Wir gehen jetzt. Ich überlasse dich wieder dem Kochen. Ja. Wir nehmen deine Papiere mit. Future hat ein überzeugendes Argument für eine Beförderung. Warum schaue ich nicht mal, ob ich mit deiner Beförderung weiterkomme? Ich glaube, LeChuck mag mich. Klar, mach dich nur lustig. Wenigstens werden wir alle etwas Unterhaltung daraus ziehen. So, und ich sehe hier oben meine Quizkarte schon seit geraumer Zeit. Die brauchen wir auf jeden Fall. Was haben wir diesmal für eine Frage? Im Park gibt es ein Boot, einen Brunnen, eine Schaukel, alles davon. Boot. Jetzt hier in diesem Spiel? Ein Boot? Der Teich hatte eine Ente. Hatte der ein Boot? Ein Brunnen, ja, den gibt's. Eine Schaukel. Schaukel. Also das, ich denke, es gibt einen Brunnen. Ein Boot? Vielleicht war auch kein Boot, oder? War ein Boot? Ah, ein Brunnen. Nein! Wie kann man nur so schlecht sein im Quizzen wie ich? Zuerst dachte ich, dass sich dahinter die Toilette befinden muss, aber nein, es ist nur die Speisekammer. Was ist das eigentlich alles für ein Zeug? Oh, Seeigelschalen, Gallengangsextrakt, Zucker, Fangkraut. Nichts Ungewöhnliches. Es ist schwer zu sagen, ob sie zum Kochen oder zum Kämpfen sind. Es ist süß, dass du denkst, dass es einen Unterschied gibt. Wow, ich bin mir nicht sicher, ob die schon ganz tot sind. Es klingt wie Schreie, aber sehr leise. Okay, was ist der Pfefferstreuer? Darf ich nach dem Pfefferstreuer fragen? Es war Dämonenpfeffer. Hergestellt aus Dämonenpaprika, der schärfsten Paprika, die man bekommen kann. Gib ihn unter keinen Umständen auf etwas, das du essen willst. Ich mag scharfes Essen. Nicht so. Brennt auf dem Weg hinein, brennt auf dem Weg hinaus. Dazwischen? Verbrennungen. Das spielt aber keine Rolle. Der Streuer ist leer. Ich hab nichts mehr. Verdammt. Kann ich den trotzdem mitnehmen?
Sieht nicht so aus. Schleim. Man sollte meinen, dass es auf einem Schiff die Möglichkeit gibt, das Wasser hin und wieder zu wechseln. Kann ich dir beim Abwaschen der Teller behilflich sein? Nee, die habe ich schon gemacht. Lecker. Der wird mit einem ziemlich stabilen Stück Holz zugehalten. Oh, kann man das irgendwie raushebeln? Nein. Murray. Was habe ich denn alles? Einführungsbroschüre. Das Bild. Na gut. Es wird niemanden draußen halten, aber es könnte etwas drinnen halten. Ich denke mal, das Holz, das müssen wir irgendwie wegkriegen. Werde ich das nicht einfach rausnehmen? Das kann man doch einfach nach oben rausziehen. Das ist doch nur so eingehängt. Nee, gut, okay. Brauche ich vielleicht irgendein Utensil für? Bleibt noch der Laderaum und LeChucks Kabine. Der Rest meiner Ausrüstung ist da drin. Ich hoffe, sie ist hier unten sicher. Es ist wahrscheinlich in Ordnung. Das ist wieder der Geisterhühner-Klecks. Aber nicht, dass ich wüsste, was ich damit machen möchte. Quizkarte! Jetzt aber! Diesmal mache ich es garantiert richtig. Wie viele Piraten sind zu Beginn in der Scamba? Zu Beginn dieses Spiels? Oh mein Gott. Come on, das waren ziemlich wenige am Anfang. Es kamen dann mehr dazu. Also es ist die am Eingang. Es sind drei Piratenchefinnen, Madison und so weiter. Es saßen welche am Tisch. Und ich hätte gesagt, drei saßen am Tisch. Würde dann machen, 3 plus 3 plus 1 macht 7. 5 ist falsch, 12 ist falsch. Cobb war noch nicht da. Also ein alterer Pirat, 8 oder 7. Kommt doch an, ob der im Fenster zählt. Ich probiere es mal mit 7, aber wahrscheinlich ist es 8. Ja, verdammt. Ach, verdammter Müll. Sieben, an die ich mich erinnern konnte. Okay, um die Folge abzuschließen, gehen wir noch einmal in LeChucks Kabine. Du, Shobi, komm her! Du bist neu hier auf meinem Schiff. Ich lerne gern alle Mitglieder meiner Mannschaft kennen. Wie ist dein Name, Shobi? Tribrush Geepwood. Mike. Hör zu, ich werde dich einfach Shobi nennen. Es ist nicht gut für die Befehlskette, wenn wir zu nett zueinander sind. Fragen? Keine? Gut, ich mag eine Mannschaft, die keine Fragen stellt. Jetzt geh wieder an die Arbeit, bevor ich deine Eingeweide als Köder verwende. Warte! Vergiss das Kiel holen morgen um 4 nicht. Ich betrachte es gern als eine teambildende Maßnahme. Werde ich nicht. Okay. Ja. Ich weiß nicht, ob er noch was anderes sagt, wenn ich nochmal reingehe. Aber ich glaube, das bauen wir erst in der nächsten Folge aus. Wenn wir versuchen werden, die ganze Crew von unserer guten Sache zu überzeugen. Ist ja auch schließlich in LeChucks Interesse, dass wir nach Monkey Island segeln. Nun, bis zum nächsten Mal. Ciao.